Also Leute, wir haben 24 nach um halb, habe ich wieder Fahrschule. Ich will jetzt los. Ich habe mir jetzt eine Leggings angezogen, weil die letzten Mal hatte ich ein Kleid an und gestern war irgendwie auch komisch. Deswegen versuche ich es, wie gesagt, mit einer Leggings heute bei ihm und ich flitze jetzt. Ich habe mich jetzt mittlerweile umgezogen. Das war so eine Geschichte. Jetzt kurz bevor ich zur Fahrschule was sage, dass meine Oma ja gestern vom Krankenhaus zurückgekommen ist und man zum Hausarzt gehen musste, um da diese Medikamentenplane abzugeben und so weiter. Heute haben sie bis 4 aufgehabt, es ist 15.52 Uhr. Ich bin zwar um kurz nach 1 wieder nach Hause gekommen von der Fahrschule, aber ich war irgendwie so richtig fertig und kein Bock und keine Kraft. Naja, deswegen haben wir gesagt, morgen. Auf jeden Fall haben wir heute die erste Sonnenfahrt gemacht auf der Landstraße. Ist eigentlich ganz gut, bloß dass halt auf dem Rückweg dann so ein, keine Ahnung, Güter-LKW kam und wir irgendwie 20 Minuten dafür verschwendet haben. Der hat dann auch getankt. Getränke gekauft, aber ja, es passt auf jeden Fall. Es ist halt so, dass die nächsten 3 Wochen wir nicht können miteinander. Ich will jetzt keine 3 Wochen ausfallen lassen, wenn nicht sogar länger. Deswegen habe ich direkt nach der Fahrschule den Fahrlehrer angeschrieben, wie ich schon erzählt habe, den ich von Anfang an wollte. Und er hat mir direkt geantwortet, dass er sogar am Freitag Zeit hat, das heißt übermorgen. Morgen habe ich den frei, am Freitag dann. Ja, da freue ich mich schon richtig. Wir sind jetzt allesamt, meine Schwester, meine Mutter und ich, beim Rossmann und gucken ein paar Sachen. Leute, ich hatte jetzt eine kleine, Motivation hier aufzuräumen. Dann habe ich jetzt nachgeguckt, wo meine Prüfung ist. Die ist jetzt doch früher als erwartet. Ich glaube, ich muss die verschieben, weil es mir doch ein bisschen zu früh ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich hier alles aufgeräumt, ausgeräumt. Ich habe keinen Bock, das alles anzuräumen. Mir geht es gerade so schlecht, einfach. Ganz körperlich. Ich dachte, ich schneide jetzt wieder einen Block, um mich ein bisschen abzulenken, weil ich hatte gerade eine Heulsession mit meiner Mutter. Also ich habe geheult, meine Mutter hat mich ja beruhigt durch die ganzen Prüfungen und so. Und dann habe ich einen Block angefangen zu schneiden und dann dachte ich mir so, das habe ich schon mal geschnitten, aber es war nicht exportiert. Und dann war ich schon fast bei dem Ende angelangt, dachte ich so, ich habe keinen Bock wieder diese Stelle da zu machen, 10.000 mal M rauszuschneiden. Und dachte ich mir, schließe ich das mal kurz und schaue, ob ich das auf meine App, also auf der Videoschneider-App, ob ich das schon praktisch zurechtgeschnitten habe, bloß nicht exportiert. Ja, und dann war das dort. Sehr schlimm. Das Ding, alles hier, ist immer noch auf. Richtig fertig. Meine Mutter hat mich um 8.30 Uhr geweckt, dass ich halt anrufen soll bei der Praxis wegen meiner Oma. Oma von, ja, weil ich habe erzählt, ne, die braucht neue Ausschreibung, Rezepte und wegen ein paar Werten Fragen. Dann habe ich direkt angerufen, weil die um 8.30 Uhr aufgemacht haben, aber keiner ging ran. Dann um 9 habe ich angerufen und Termin um 3 ausgemacht. Auf jeden Fall, ja, bin ich ja jetzt nicht mehr zum Fitness gefahren. Der Plan war eigentlich, also gestern glaube ich dann nicht mehr, aber so noch am Morgen gestern, dass ich zum Fitness und dann dorthin fahre, weil ich dachte, ich kriege auch morgen einen Termin, aber ich bin einfach komplett fertig. Ich habe richtige Schmerzen, Unterleibsschmerzen, lag jetzt im Bett eine halbe Stunde. Meine Mutter hat mir Kirschen hingebracht und dachte, sie muss mich mit diesen klebrigen Kirschhänden meinen ganzen Füße abtasten, weil, ja, ich habe ja meine Hämatome, ne? Ich bin ja gefallen. Und dann hat sie ja gestern noch die ganzen Rasierer weggeschmissen und irgendwelche Reste, die sie dachte, dass sie mir gehören, auf meinen Tisch gelegt. Und dann, ja, hatte ich nur noch die Einwegrasierer, wo sie gestern welche gekauft hat, also normale, aber irgendwie habe ich das vergessen, dass sie es gekauft hat und sie hat es mir nicht gegeben. Und mit den Einwegrasierern geht es halt nicht unter der Dusche mit Seife. Das heißt, ich muss es trocken machen und mein ganzer Fuß war rot und dann hat sie das alles angefasst und jetzt musste ich nochmal duschen. Es tut alles weh. Ja, ich habe ein paar Vlogs geschnitten, ansonsten bin ich fertig um 3 der Termin. Das heißt, bis dahin werde ich wahrscheinlich noch Platz sein. Sieht so fertig aus. Und am Morgen habe ich auch noch eine E-Mail bekommen vom Prüfungsamt. Ja, falls ihr den Brief, also der Brief mit der Einladung zur Prüfung, der kam irgendwie schon im Februar. Falls sie den nicht bekommen haben, sie haben am Montag die Prüfung. Da habe ich mir so, ja, das fällt euch aber früh ein, mich davor zu warnen, falls ich den Brief nicht bekommen hätte. Also, ja. Ich bin jetzt gleich bei meinen Großeltern. Um 3 ist ja der Termin, aber ich werde jetzt bei denen ein bisschen essen. Opa erklärt mir, wie, was ich fragen soll. Und dann gehe ich langsam los. Meine Mutter hat gesagt, eigentlich sollten die mich auch früher dran nehmen, wenn ich komme. Weil man kennt es ja, dass wenn man einen Termin hat, muss man manchmal länger warten. Vielleicht kann man auch früher dran genommen werden.
Mal gucken. Die haben jetzt irgendwie einen Bosch für mich. Aber meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht, weil ich Unterleibschmerzen habe. Jetzt soll ich wahrscheinlich noch mehr zu essen als sonst. So, hab jetzt gegessen. Hab jetzt alles abgeholt, die Dokumente. Geh jetzt schnell zum Arzt. Klär das alles. Und dann bringe ich das wieder zu denen zurück. Und ich bin jetzt insgesamt eine Stunde unterwegs geworden. Die Apotheke hier um die Ecke ist. Ich war 15 Minuten bei der Ärztin und jetzt 20 Minuten hin und her bei der Apotheke und so weiter. Ich bin kraftlos, ich habe es meine Mutter angerufen. Wir fahren jetzt wahrscheinlich mit dem Auto irgendwie ein bisschen weg. Ich kann nicht mal, ich muss jetzt klingeln. So, hier, ja. Ich esse gerade meine Operation. Und heute Morgen habe ich mir seit Monaten mein Bett ausgeleert. Und jetzt beziehe ich das neu. Ja, Leute, auf jeden Fall habe ich mir einen Termin gemacht beim Amt, um meinen Pass abzuholen. Weil wir im Urlaub und so weiter geredet haben. Und ich habe das Handy hinterher geschoben, den abzuholen. Deswegen habe ich hier morgen direkt in der Früh um 8.10 Uhr einen Termin gemacht. Ja, damit ich den morgen einfach produktiv nutze. Ja, dann habe ich um 10 nach 2 einen Termin heute für einen Waschmann. Vielleicht schaffe ich es bis dahin noch, Pakete wegzubringen. Weil ich glaube, die haben dann irgendwie einen kurzen Tag bis 1. Und ja, meine Augen fallen gleich zu. Ich bin irgendwie wieder, habe jetzt TikToks abgedreht. 10 Stück oder so.